Super, jetzt wollen wir anfangen und dann fängst du zum Pissen an. Sinnlos. Riechst du den Pfutz, ist der Abstand zu kurz. Genau, ja. Und apropos Abstand, naja, Corona-Sicherheitsabstand, aber wir haben ja eh beide keinen. Fix. Jawohl. Abst, nerv sagen. Der Lindi und ich, wir sitzen jetzt ja gerade bei der Erichhütte. Die Erichhütte ist der Stützpunkt, oder die Stützpunkthütte, wenn man auf den Hochkönig raufgehen will, über den Königsjodler Klettersteig. Und der Königsjodler Klettersteig wiederum ist einer der längsten und anspruchsvollsten Klettersteige, die es im Salzburger Land so gibt. Hinter uns sachert man normalerweise auf den Einstieg vom Königsjodler, aber das Wetter ist ziemlich bescheiden heute. Wir haben vor, dass wir den Königsjodler Klettersteig morgen gängern. Und wir haben auch vor, dass wir eine extrem umfangreiche Dokumentation zum Königsjodler Klettersteig machen. Was euch in dieser Dokumentation, die am 7. Juni 2020 veröffentlicht wird, erwartet, über das wollen wir jetzt in dem Video mit euch sprechen. Ja, Lindi, du als Mühlbacher, für dich ist ja der Königsjodler praktisch vor der Haustür. Was bedeutet denn der Königsjodler Klettersteig so für dich? Für mich bedeutet der Königsjodler Klettersteig ein bisschen was von Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein danken für kommende Touren. Und ja, wie du sagst, der ist bei mir daheim, es ist meine Heimat. Also, das ist der Klettersteig-Hotspot im Salzburger Land und das ist einfach, ja, ist daheim. Für mich ist es halt auch so, ich bin ja auch ein Bangauer. Ich habe schon lange vorgehabt, dass ich den Königsjodler Klettersteig mache. Habe 2015 zum Klettersteig gehen erst angefangen und wollte da unbedingt den Königsjodler Klettersteig irgendwann einmal machen. Und ich habe extrem viele Beschreibungen gelesen zum Königsjodler Klettersteig und der sollte so zach sein und so anspruchsvoll und so anstrengend und sich ewig in die Länge ziehen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich diesen Klettersteig mache, dann muss ich extrem gut darauf vorbereitet sein. Und ich habe extrem viel trainiert, ich bin extrem viel Klettersteige gegangen. Ich habe sogar die Dachstein Superverräter gemacht. Die ist ja vom Klettersteig technischen schwieriger wie der Königsjodler. Und selbst nach der Superverräter habe ich noch immer nicht auf den Königsjodler aufgehen traut. Ich habe dann noch ein ganzes Jahr gebraucht, dass ich den Königsjodler Klettersteig ursprünglich dann eben in Angriff genommen habe. Und da haben wir nachher gebockt und es ist ganz gut gegangen und es war eben ein super tolles Erlebnis. Und gleichzeitig bedeutet der Königsjodler Klettersteig aber für mich auch Demut vor dem Berg zu haben, weil wir sitzen jetzt heute da bei der Erichhütte herunten. Im Endeffekt habe ich den Königsjodler Klettersteig einmal gemacht. 2017 war das. Ich wollte eine Winterbegehung machen, das war 2018. Da haben wir beim Einstieg, weil die Wächten so hoch waren, umdraht. Und Anfang Mai diesen Jahres wollte man es auch wieder angehen, mit dem Lindi, mit dir. Und auch da haben wir umdrehen müssen. Und dementsprechend einfach diese Demut vor dem Berg, das ist ganz tief bei mir drinnen mit dem Königsjodler Klettersteig verankert. Man muss auch sagen, du kannst eigentlich den Königsjodler ja von zwei Seiten gehen, wie wir es ja probiert haben. Wir wollten ja durchs Birka aufsteigen, was jetzt kraftraubender vielleicht auf jeden Fall ist, weil es um einiges steiler ist. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt probieren wir es auch von der Tag haben. Aber nichtsdestotrotz, der Königsjodler ist nicht umsonst, ja eigentlich erst heiß begehrt, gell? Und was ich als Mühlbacher halt definitiv sagen kann, ich wohne am Fuße und ich sehe halt auch nicht einen Hubschrauber, der Richtung Königsjodler geht. Und es passieren leider Gottes immer mehr Unfälle. Und deshalb Respekt ganz hoch haben. Lieber zu Respekt wird zwängen, aber nicht fürchten. Aber wenn der Respekt verloren wird, dann kann sogar der Tag haben, nach hinten losgehen. Also Respekt muss auf jeden Fall gegeben sein, ganz klar. Ja, also jetzt haben wir viel über Demut, Respekt und was der Klettersteig für uns bedeutet, geht. Und jetzt die konkrete Frage an dich, warum willst du eigentlich den Königsjodler Klettersteig gehen? Ja, es ist vor der Haustür. Es ist auch vielleicht ein bisschen so, als Mühlbacher muss man vielleicht einmal gegangen sein, das kommt dazu. Und ja, es ist einfach der Klettersteig einfach im Salzburger Land, wie ich schon gesagt habe. Und das ist halt einfach
das Highlight im Prinzip. Wenn man jetzt da rauf schaut, man sieht, es ist noch ein Schnee da. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum willst du den Klettersteig bei winterlichen Verhältnissen machen? ja, der Königsjodler im Prinzip ist im Sommer schon eine technisch und kraftraubende Variation. Aber mir geht es jetzt gar nicht einmal so über den Klettersteig. Sondern es ist halt natürlich auch ein bisschen ein Ort von winterlicher Überschreitung. Und er wird halt im Winter, je nachdem, wie die Verhältnisse nach und um sind, ob noch Schnee in die Seile liegt, ob man die Seile überhaupt verwenden können. Er wird technisch noch einmal anspruchsvoll. Und dann hat das eine kleine Mischung zwischen Kraxlerei und Klettersteig eigentlich. Und ich bin generell ein bisschen so einer, es muss ein wenig technischer sein und ich muss einmal das Hirn einschalten dabei. Und ich muss auf meinen Körper horchen, ob es mir stark wird oder ob ich mir heute einmal zusätzlich absichert, solche Sachen. Und das ist schon was, wo ich mir denke, da macht es für mich persönlich ein bisschen interessanter. Ich persönlich würde aber definitiv abraten, einfach das Buxtehude machen, einfach so, zack, ja, gehen wir jetzt im Winter arbeiten. Jetzt haben wir ja das Video gesehen im Prinzip. Das würde ich auf keinen Fall machen. Franz, jetzt probierst du das zum zweiten Mal eigentlich, gell? Ja. Genau. Warum eigentlich? Also eigentlich ist ja dann sogar der dritte Versuch praktisch, okay. Weil eben 2018 im Februar haben wir beim Einstieg abgebrochen, da waren die Wächten beim Einstieg, die waren glaube ich 5-6 Meter hoch, also da hättest du über 5-6 Meter hohe Wächten überhaupt einmal aufgreifen müssen, dass du im Einstieg gewesen warst. Ich habe das ursprünglich einfach einmal vorgehabt, ich habe vom Bert Brecht eben den Bericht gelesen über den Winterjodler. Den einfach. Haben wir alle gelesen, ja, gell? Genau, den haben wir alle gelesen und das war halt natürlich eine Inspiration und da habe ich mir gedacht, das will ich auch machen. Wir haben jetzt Mitte, eigentlich schon fast Ende Mai, muss man sagen, es haben sicher, ich traue mir es nicht sagen, aber wahrscheinlich an die 100 Leute werden das sicher schon im Winter auch gemacht haben. Die Verhältnisse, die wir jetzt vorfinden werden, sind sicher bei weitem nicht so extrem, wie es die anderen gehabt haben und wir sind bei weitem nicht so schnell und bei weitem nicht so gut, wie viele andere, die das gemacht haben. Aber ich will das einfach einmal erleben. Ich will auch ein bisschen an meine Grenzen gehen, aber gleichzeitig einfach auch mit Hirn und Respekt da drinnen unterwegs sein und ich will wissen, wie der Steig, den ich im Sommer schon erlebt habe, wie sich der eben mit Schnee einfach präsentiert. Und mittlerweile hat sich das weiterentwickelt, da geht es mir nicht nur ums Alpinistische, um das selber spüren, sondern ich will die Erfahrung eben auch in Form von dem Video, das wir jetzt beabsichtigen zu machen, einfach an die Welt draußen weitergeben. Du gehst das ganze Jahr mit mir und wir haben uns darauf verständigt, darauf geeinigt, dass das Video da eine zentrale Rolle spielen wird bei der Tour. Was ist denn dir da beim Video wichtig? Das Wichtigste ist eigentlich mir beim Video, wie ich schon angesprochen habe, weil ich auch viel Hubschrauber sehe, dass die Leute vielleicht einmal einen Einblick haben, wie schmal das oben werden kann, wie ausgesetzt das oben werden kann. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir das jetzt nicht im Sommer machen, sondern im Winter bei nur vielleicht ein bisschen extremeren, um es vorsichtig zu sagen, Verhältnissen. Es gibt aber also ein paar Varianten von Videos. Entweder es gibt die Videos, die was nur mit Fotos irgendwie sind, oder es gibt einfach so schnell Sachen. Oder wo einfach gewisse Schlüsselpassagen, die was aber furchtbar interessant sind und die was du wissen sollst, gar nicht vorhanden sind. Und das ist auch, das möchte ich eigentlich im Video umbringen, einfach, dass die Leute wissen, auf was sie sich da wirklich zu 100% einlassen. Weil Fakt ist, bist du im Königsjodler drinnen, klar, du hast einen Notausstieg, nur ein Zurückaufhalt mit geht im Prinzip nicht. Umsonst steht nicht da oben, nur für Geübte. Und das ist sicher eine Sache, wie ich angesprochen habe, auf keinen Fall heute sagen, war jetzt zwei vielleicht in meinem Leben, zweimal im Klettersteig und jetzt probiere ich den Königsjodler. Bitte, seid so gescheit, schaut euch das Video in voller Länge, macht euch selber Gedanken und ich hoffe, dass halt dann so wenig oder bis vielleicht ein bisschen weniger passiert am Königsjodler. Da appelliere ich an alle, die sich das jetzt anschauen. Das war schon cool, wenn man vielleicht noch ein zweites Mal einen Königsjodler einmal machen kann. Also bei mir ist es so, ich bin halt auch schon in meinem Leben 20, 25 Mal am Hochkönig insgesamt oben gewesen. Das Video sollte so viel Raum haben für alle Informationen, die mir weitergeben wollen, wie einfach dafür gebraucht wird. Ich will einfach, dass dieses Video so umfangreich, extrem viel hilfreiche Informationen für jeden Einzelnen, der jetzt noch eben dazuschaut, bietet, sodass wir einfach einen Teil dazu beitragen, Unfälle vermeiden zu können und euch einen Einblick geben können,
wie schnell das ja auf dem Berg die Verhältnisse ändern können. Ja. Am Hochkönig ist oft am Vormittag das schönste Wetter und innerhalb kürzester Zeit schlägt das Wetter um und dann bist du in so einer Nebelsuppe, wie es jetzt aktuell gerade ist da oben. Oder es ist sogar ein Wettersturz und dann hast vereiste Seile und du hast keine Steigeisen dabei oder so irgendwas. Und genau auf solche Informationen will ja auch, dass die Leute einfach darauf zurückgreifen können. Sicher auch ein bisschen als Verpflichtung unsererseits, wenn wir schon so Videos zur Verfügung stellen und vor allem auch mit solchen Verhältnissen, dass wir da einfach die Leute informieren. Ich will auch, dass die Zuschauer sehen, da sind keine zwei Deppen, die einfach irgendwo aufrennen, sondern wie umfangreich wir zwei uns eigentlich mit der Tour und mit der Begehung da morgen auseinandergesetzt haben. Also wir wissen ganz genau, auf was wir uns einlassen. Und wenn es sein muss, dann drehen wir halt wieder um. Vor kurzem hat einmal ein Bekannter zu mir gesagt, die besten Bergsteiger wissen, wann sie umdrehen müssen. Und du hast gerade das Wetter angesprochen und da möchte ich noch geschwind eine kleine Geschichte dazu erzählen. Im Mühlbach zum Beispiel ist es oft so, dass du das schönste Wetter hast und auf einmal erst das Donnern. Und du schaust auf und denkst dir, das ist ja Wahnsinn. Wo kommt der Donner her? Gell? Und innerhalb von ein paar Minuten kommt das Wetter im Prinzip von der deutschen Seite um. Und du hast innerhalb von ein paar Minuten hast einfach den vollen Regen da. Und das kann man auf der Drohne auch ganz lässig beobachten. Es fängt nur kurz ein bisschen zum Zirgen vom Wind her. Und von jetzt auf dann wird es kalt, wird es grauslich und du hast deine Nebelsuppen. Und ich habe es auch im Winter zum Beispiel mal erlebt. Da hast du echt wettertechnisch aufpassen, checkt einen guten Wetterbericht. Wir haben sie auch schon informiert über den Wetterbericht. Er kann dann umschlagen, aber dann ist es halt vernünftig, wenn man sagt, passt bis daher und nicht weiter. Ich sollte echt wissen, dass das Hochtourenkategorie definitiv zum Teil einstufen könnt. Also das ist ganz wichtig, dass man gut vorbereitet darauf gehen und nicht sagt, die erste Tour machen wir gleich Königssee oder das war eine Schnapsidee. Für mich ist es auch einfach nur wichtig, dass am Schluss von dem Video, dass jeder Einzelne, der das angeschaut hat, dass der sagt, hey cool, das war eine Zeit, die ich sinnvoll investiert habe und jetzt weiß ich ganz genau, auf was es bei der Tour ankommt und das Video hat dazu beitragen, dass ich da mich sicher und gut einschätzen kann und wenn ich raufkomme, dass ich sicher raufkomme oder auch, dass ich sage, nein, das ist noch nichts für mich und da muss ich echt noch viel trainieren. Was erwartest du dir denn von der Tour morgen? Wichtig ist, glaube ich, mal heute Nacht einmal gut schlafen können, weil morgen geht es bald in der Früh los. Es wird sehr kraftraubend werden, das ist klar. Es wird konditionell stark, weiters wird es auch gewichttechnisch stark, weil wir ja nachher die Abfahrt mit den Ski geplant haben und wir schleppen natürlich auch die ganze Skitourenausrüstung mit. Neben einem Halbseil, neben Karabiner, Echsen, Sicherungsgerät etc., Steigeisen, Eisgerät. Also ich glaube, dass wir auf Nacht schon die Schultern merken werden, dass wir fest tragen haben, das auf jeden Fall. Aber was ich mich richtig freue, ist einfach, wenn ich wieder am König umstehen kann und wieder mal anschauen kann, wie geil das nicht bei uns da oder im Bongo ist. Also das ist ja, das ist die schönste überhaupt. Franz, bei dir morgen, ja. Jetzt was mit mir geht erst. Ja. Also ich freue mich auf ein großartiges alpines Erlebnis. Das heißt, die Stürme, der Königsjodler ist so schon extrem anspruchsvoll und anstrengend, die Stürme auf was extrem Anstrengendes für mich, ja. Als Franz einfach ein. Und ich habe Gott sei Dank das Wissen in mir, meine härteste Tour, Winterbegehung, die ich gemacht habe, das war der Stüdelgrat, wo ich auch mal die Ski aufgezahlt habe. Und das war so kräftezehrend und ich weiß aber, dass ich das geschafft habe. Und den Beißergeist, den will ich morgen einfach auch mit eintragen. Und auf das, was ich mir halt nachher einfach frei, wenn ich weiß, ich habe das geschafft. Und wenn ich dann da oben stehe, auf dem Gipfel der Gefühle und dann sogar noch mit meinen Ski die letzten Schwünge der Saison 2019, 2020 ja. Machen kann. Ich habe ja meine Skitourensaison eigentlich schon im März beendet und ich glaube, das ist ein krönender Abschluss von der Skitourensaison morgen einfach noch einmal. Weißt du, was mich auch schon gefreut hat? Wenn ich wieder mal so relativ lang als Oberstreicher natürlich meine Familie nicht gesehen, wenn ich dann bei mir daheim sitze und meinen Eltern das Video zeige, und ich sehe meine Mama schon schwitzen. Meine Mama macht sich immer relativ große Sorgen, wenn ich am Berg unterwegs bin. Aber Mama, ich glaube, wenn du die Doku siehst und wenn wir sie die miteinander anschauen, glaube ich,
kannst dich ja ruhiger schlafen, weil du weißt, dass wir zwar kein Blödsinn bauen und alles gut absichern, so gut es aber geht, und auch abbrechen können. Und das ist ganz wichtig, dass auch die Leute das wissen, man ist kein schlechter Bergsteiger, wenn man eine Tour abbricht. Bitte merkt euch das, bitte übt das, ich habe es auch lange nicht können, aber hier und da mal abbrechen ist gar nicht schlecht. Und die Mütter können besser schlafen. Ich weiß ganz genau, einige von euch, die sich das Video anschauen, inklusive natürlich auch aus meiner Familie, die würden dann wahrscheinlich das Wort benutzen. Das ist aber schon grenzwertig, was ihr macht. Und ich muss da sagen, nein, das ist nicht grenzwertig, was wir machen. Grenzwertig ist für mich, wenn ich irgendwo durch den Schnee voll ausgesetzt und mal dumm renne und ich habe aber nur normale Schuhe an, keine Picke, keine gar nichts. Und wir sind aber morgen einfach so unterwegs, wie du eh schon gesagt hast, wir sind mit Seil unterwegs, wir haben ein Eisgerät dabei. Das ist auch wieder so ein Thema, da wird es einige geben, gute Alpinisten, die sagen, ja, für was schleppen die da ein Eisgerät mit? Ich sage, ich nehme das für mich mit, weil ich will einfach ein Backup haben, ich will auf der sicheren Seite sein und ich brauche das Gefühl nicht, ich habe das früher schon ein paar Mal gehabt, dass ich mir echt denke, boah, die zwei Schritte, die waren aber jetzt echt grenzwertig. Da wäre es scheider gewesen, wenn ich ein Eisgerät gehabt hätte, statt einfach nur die zwei Hände einfach. Und die Erfahrung von früher, die will ich einfach mitnehmen und sagen, hey, das war zwar brutal anstrengend, aber es war nicht grenzwertig. Ich habe mich gespürt, aber ich habe sowas Geiles erlebt und richtig, ich war die ganze Zeit sicher dabei unterwegs. Das ist das, was ich einfach morgen erleben will und das ist auch das, was ich weitergeben will. Ich will dazu ein bisschen an Umdenken, auch ein bisschen beitragen bei ein paar dieses schneller, höher, weiter oder ich habe den Königsjodler gerockt. Das interessiert mich nicht. Hört auf mit dem Scheiß. Ich habe irgendwas gerockt. Rocken haben wir gar nichts. Rocken haben wir gar nichts. Geht die Maus ja vorhin zu und dann genau, rockst du gar nichts mehr. Genauso schaut es aus. Wir gehen da auf, wir machen uns eine schöne Zeit und das ist das, was ich ausgetragen will einfach. Wir passen auf, schauen, dass uns nichts passiert. Und wenn wir umdrehen müssen, drehen wir um. Und wenn wir aufkommen, können wir auf und lässig ist. Und dann freuen wir uns. Wir sind morgen mit Eisgerät, mit Steigeisen unterwegs, mit einem Halbseil, mit einem Haufen Echsen, Karabiner, Sicherungsgeräte. Und Skitourenausrüstung. Skitourenausrüstung, LVS-Ausrüstung. Also wir nehmen alles mit. Und wenn das 5 Kilo mehr wiegt, wiegt es mehr. Alle, die was sagen, dass das übertrieben ist. Leiteln, solange ihr es mit dem sicher fühlt und solange ihr es für euch das braucht, dass ihr es euch sicher fühlt, nehmt es. Ob euch die Leute auslachen oder nicht, ist mir komplett wurscht. Aber solange ich mich sicher fühle dabei, ist das meine Sache, ob ich das mache oder nicht. Und ob das übertrieben ist oder nicht, ist mir komplett wurscht. Aber eins ist auch klar, ich gehe da morgen nicht das letzte Mal auf. Und wenn es für mich sinnvoll ist, dass ich das mache, dass ich da vielleicht mit zu viel Ausrüstung aufgehe, es ist wurscht, ich persönlich muss mich sicher fühlen und mir ist lieber, ich fühle mich sicher und mir passiert nichts, als wir es gehen hinten nachher in den Graben. Ganz klar. Um das Ganze jetzt zum Abschluss zu bringen, das ist jetzt der erste Teil einer mehrteiligen Dokumentation zum Königsjodler Klettersteig, die wir veröffentlichen. Wenn es uns noch aufgeht, gehen wir heute da noch auf den Grandl-Spitz-Klettersteig. Morgen gehen wir dann auf den Hochkönig auf über den Königsjodler Klettersteig. Das Video zum Königsjodler kommt nachher am 7. Juni raus. Und nachdem ihr das Video zum Königsjodler Klettersteig euch angeschaut habt, bildet euch eure eigene Meinung zu diesem Klettersteig und auch zur Dokumentation, die wird auf beide veröffentlicht haben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gern unten in die Kommentare eine vom Video. Wenn ihr das wollt, können der Lindy und ich im Nachhinein gern einen Livestream machen, euch eine Frage und wir beantworten das, weil dann kommen wir auch genau auf solche Themen, wir sind Hasardeure oder warum ist es notwendig mit Eisgerät oder wir schätzen mir diese Passage ein oder jene Passage, dann können wir wirklich auf alles, was noch irgendwie offen ist, eingehen. Das ist eigentlich auch die Absicht von diesem Video gewesen, dass wir euch von Anfang an, von der Planung der Tour, unsere Hintergedanken, was euch da erwartet und warum wir was wir bringen, bis hin aber auch zum offenen Diskurs euch und uns gemeinsam ermöglichen, dass da am Schluss noch keine Fragen mehr offen sind. Also, wenn es dann irgendwelche Fragen noch gibt, schreibt es uns unten rein. Wir machen dann im Nachhinein gerne einen Livestream gemeinsam mit euch. Dann danke fürs Dabeisein und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, den Königsjodler nicht verpassen wollt, abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die graue Glocke. Bim melim melim. Mumu. Dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn am 7. Juni der Königsjodler Klettersteig online geht. Und am besten schaut es euch aus um 20.15 Uhr an. Genau. Passt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja,